Und da sind wir zurück in der nächsten Folge von Dungeon Siege. Und heute geht es durch den Wald, wo es schneit. Und ja, kurz was zum Sound. Ich weiß nicht, ob es auffällt. Ich habe einen neuen Computer. Musste ich mir mal wieder zulegen. Und ja, da ist die Soundeinstellung nicht gerade die optimalste. Ich werde mir aber in der nächsten Zeit ein neues Mikrofon zulegen, wo dann der Sound wieder besser ist, hoffentlich. So, und wir werden jetzt hier direkt loslegen. Ich hoffe, ich habe genug Zeit mitgebracht. Es wird jetzt nicht die richtig lange Folge werden. Also Aufnahme, nicht Folge. Die Folgen bleiben ja. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal weiter. Ich muss jetzt hier mal eben kurz gucken, eben kurz die Einstellung hier. Und dann gucken wir mal kurz, wo wir hier stehen geblieben sind. Ja, genau, wir sind gerade aus den Eishöhlen gekommen. Und ich hole uns mal eben kurz die Monster, die wir benötigen. Ja, benötigen, so halt benötigen. Einmal Mana-Trank. Und dann gehen wir mit den beiden hier weiter. Sind die altbekannten Klavs und die Eisfliegen. Die kennen wir ja noch. Sind ja jetzt ein bisschen stärker geworden. Halten ein bisschen mehr aus. Das ist ja überhaupt kein Problem mehr. Hier sehe ich schon Brag. Zauberer, die mal wieder schön anfangen zu nerven. Da haben wir Elfen, glaube ich. Hier dann Ring. Schauen wir mal. Drei Rüstungspunkte. Sehr gut, hier haben wir einen Furok. Oh, 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 oh. Kann man aufpassen hier. Wen will der denn drauf gehen? So. Mal Eisfliegen. Das sind, glaube ich, die letzten. Fürs Erste. Und hier nochmal Brag Zauberer. Kümmern wir uns auch noch kurz. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Amulett. Gucken, was wir da haben. Ah, das geben wir mal ihm. Ein Amulett. Inventar zu. Nee, das war falsch. So, und einmal angreifen hier bitte noch. Moment, das Gold noch einsammeln. Und da mal Wölfe. Und noch ein paar Furoks. Der neue Brag Zauberer. Wie es ausscheint. Oststab. Ah, dieses 3 Mana, das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich nehme jetzt den einfach mal. Guck, was wir hier noch haben. Ach, noch ein Furok. So. Zerfurchter kurzer Stahl. Nee. Diese Zauberer da hinten nerven mich schon wieder. Mein Gott, so Doppelbeschuss oder wie? Jetzt hier einmal bitte. Tuch brauche ich nicht. Ring. Ring ist gut. Was ist denn das für ein toller Ring? Fernkampf. Den kriegt mal Olora. Noch ein Amulett. Mein Gott. Kommt ja auch noch ein Amulett. Oh, den hier noch, den letzten. So, aufhören zu nerven hier bitte einmal. So, da ist es noch irgendwo ein Brackzauber, ist mir jetzt egal. Mal gucken, was uns so hier erwartet. Ach, jetzt kommen hier, glaube ich, die Scherben. Die Scherben. Und was haben wir denn hier? Dunkelspringer. Schön nervig, klein und nervig wahrscheinlich wieder. Hier wähle ich jetzt, glaube ich, mal Kampfesheilung mit aus. Warum eine Nummer sicher zu gehen? Denn wir bekommen jetzt hier es wieder mit anderen, Björn dann Stärke gewonnen, mit anderen Monstern zu tun und die könnten eventuell wieder etwas härter sein. Da haben wir, glaube ich, schon die erste Scherbe, jo.
Und folglich brauchen wir ordentlich Heilung. So. Dunkelspringer. Noch ein Dunkelspringer. Und noch ein. Und da ist noch einer. Mein Gott. So, die haben jetzt hier beide an Stärke gewonnen. Mal gucken. Nö, können nichts. Noch jede Menge gutes Zeug. Sodale. Wo geht's weiter? Hier geht's ins Wasser rein. Das mag ich ja gar nicht. Was denn hier? Slark. Ja, die sehen aber auch cool aus. Wie die mit ihren Mündern da rauskommen. Irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht aus. Ja, was haben wir denn hier? Lektar. Kommt mal her, wenn ihr was wollt. Ich hab zwei Slugs. Der kommt da an, mit 411 Lebenspunkten. Lorat Stufe 14 im Fernkampf durchlaufen. Von hier am Brunnen. Ah, da haben wir wieder zwei Scherben. Um den Lektar kümmern, dann hier um die beiden Scherben, die nerven mich echt richtig. So. Drei Stück hier. Björn hat Stufe 18 im Nahkampf durchlaufen. Sehr schön. So. Was denn da noch? Wer möchte denn da was von uns? Jede Menge Dunkelspringer. Komm mal her, komm mal her. Ich möchte dich hier sehen. Ich da ist schon wieder einiges. Warte mal hier mal eben kurz. Und diese Heilungen da. So, komm mal her hier. Kein größer Rundschild brauchen wir nicht. Stoßschwert ist meine ich auch nichts. Und rein ins Getümmel. Ja, Slark, Dunkelspringer. Noch ein Lektar. So, was haben wir denn hier noch? Schon wieder Scherben. Die habe ich echt keine Lust. Und echt nervig. Glorn hat an Geschicklichkeit gewonnen. Oh, das ist glaube ich nicht nur eine. Oh, das sind ein paar. Angelaufen. Björn soll sich hier nicht zurückhalten. Der kann mitmachen. So. Jede Menge Dunkelspringer. Die kleinen nervigen Biester. Gesundheitstrank. Noch ein Gesundheitstrank. Nur vier Scherben. Nicht schlecht. Und noch drei. Und 14, 38. Ja, auch klein und nervig. Machen ordentlich Schaden.
Also nach wie vor, das ist echt keine gute Idee, das auf normal zu spielen. Das macht irgendwie nicht wirklich Spaß, weil es ist natürlich eine Herausforderung, aber immer da so im letzten bisschen so rumzukratzen, ist nicht unbedingt immer so toll. Hat man lieber so ein bisschen wenigstens Sicherheit. Und das ist auch schon oh, nicht ohne, wenn man es auf normal spielt, also auf leicht. Was ist die Keilaxt? Ja, nee, die brauchen wir nicht unbedingt. Das sind ja diese bescheuerten Stiefel. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier noch so? Ah, zwei Lektar. Explosionspulver mal wieder. Das Ganze nämlich schneller. Nummer 1. Nummer 2. Ich sehe schon wieder eine Scherbe. Wir gehen jetzt hier einfach mal runter. Wo will der denn hin? Bestimmt zu Olora. Gefällt mir mal nicht. Ich bleib jetzt mal hier, bitte. So. Geschwächtes. Ne, Moment. Wie heißt das? Gewachstes Leder? Gewachstes Leder. Nüpp. Brauche ich nicht. Dass sie was sehen können. Ich frage mich ja, wo die ihre Augen haben. Wahrscheinlich da so im Mund drin oder so. Irgendwie etwas suspekt. Wo möchte der denn da hin? Stimmt zu Lora. So, das war's dann auch. Guck, was wir hier haben. Nochmal Lektar. Das war's dann auch schon wieder. Gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Es scheint ja irgendwie was Neues anzufangen. Oh, die Musik ändert sich. Und was haben wir denn hier? Trog. Trogkrieger. Wow. Boah, was hat der denn für einen geilen Stab? Oh, den will ich haben. Den Stab will ich haben. Kurzschwert. Stecken wir das mal ein. Ja, sehr schön. Lora hat gerade an Geschicklichkeit gewonnen. Okay, jetzt gucke ich mir das mal an, was sie da so haben. Stab, Stahl. Ja, das erste richtig gute Schwert, würde ich mal so sagen. Das machen wir auch mal direkt hier so. In einem Aufwasch. Das behalten wir einfach mal. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Stab der Zwietracht. Den kann er noch nicht benutzen. Den kann er benutzen. Dann nimm den doch mal, der gefällt mir. Der leuchtet. Gut, dann, Moment, ich guck noch kurz nach. Ja, dann haben wir alles. Können wir hier weitergehen. Geht's hier einfach mal schön außen rum. Ich gesehen, hier unten ist wieder jede Menge los. Aber wir müssen hier, glaube ich, über diese Brücke rüber. Deswegen mach jetzt einfach mal dein... Oh, das Schwert haut rein. Ein bisschen eine Verkürzung vom Ganzen. Na, da kommen sie schon angekrochen von alleine. Gut, dann war es das eh.
So, aber jetzt gehen wir hier mal rüber.